Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute will ich nochmal einen Punkt bisschen auf den Grund gehen, nämlich ich glaube, der ein oder andere stellt sich die Frage, soll ich wirklich Aktienoptionen handeln oder ist das nicht alles viel zu gefährlich, soll ich nicht lieber Future-Optionen handeln? Ne? Und meine Antwort darauf jetzt hier im Video. Vor einer Woche hatten wir, oder vor einer reichlichen Woche hatten wir unser Coaching-Club-Treffen in Leipzig. Das heißt, alle, die bei uns im Coaching sind, die konnten zu dieser Veranstaltung kommen, war kostenfrei. Und gab es verschiedene Vorträge, also wir hatten ein paar Gastreferenten da und so. Ihr habt das ja alles schon im Video gesehen. Und ich habe mich natürlich viel mit den Teilnehmern unterhalten und unter anderem war ein Teilnehmer dabei, der war ganz neu. Ne? Also der hatte gerade erst mit dem Coaching angefangen und wir haben uns so unterhalten und ich habe dann gedacht, Mensch, was hast du auch so für Ziele, was willst du mit deinem Handel erreichen? Und er sagt dann, naja Jens, pass auf. Das Ding ist folgendes, ich habe am Anfang immer Aktienoptionen gehandelt und das lief auch eine gewisse Zeit ganz gut. Dann kam klar im Februar dieser Einbruch und dann habe ich wieder ein bisschen Geld verloren. Ich bin zwar immer noch auf die letzten Jahre gesehen im Plus, aber jetzt habe ich mir folgendes überlegt, da ja bei Aktienoptionen doch immer mal wieder was passiert, ne, weil die Aktienmärkte ja doch immer mal wieder runterkommen, habe ich mir überlegt, werde ich die ganzen Aktienoptionen weglassen und werde nur noch Future-Optionen handeln. Und weil bei Future-Optionen kann ja sowas nicht passieren. Was denkst du denn darüber? So, und da muss ich natürlich in dem Moment ein bisschen schmunzeln, weil es ein Denken ist, was bei mir auch immer mal wieder früher kam. Ne? Ich selbst habe ja mit dem Handel von Future-Optionen angefangen und bin dann später erst zu den Aktien-Optionen quasi dazugestoßen, weil es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Und die Fragestellung fand ich deswegen sehr, sehr interessant und wir haben dann auch ein bisschen darüber gesprochen. Und das Ding ist ja folgendes. Warum kommt man denn überhaupt zu so einer Frage? Ne? Also warum kommt man überhaupt dazu? Der Grund ist natürlich, weil man etwas erfahren hat, weil man etwas erlebt hat. In dem ganz konkreten Fall war es halt so, jemand handelt die ganze Zeit Aktienoptionen, es funktioniert sehr, sehr gut und plötzlich kommt mal so ein Vola-Spike, wie wir ihn gesehen haben Anfang Februar und klar, wenn man Short Vola im Konto hat, dann verliert man Geld, ganz klar. So, und dann ist so ein bisschen die Schlussfolgerung, okay, da ja Vola-Anstiege im Aktienmarkt immer mal passieren können, gehe ich doch lieber rüber in die Future-Märkte hinein. Und weil dort habe ich eine viel größere Diversifikation und da kann das nicht passieren. Jetzt denken wir uns das aber mal wirklich ein bisschen durch und überlegen mal, was würde denn passieren, wenn du mit dieser Einstellung in die Future-Märkte gehen würdest. Ja? Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, Aktien lasse ich jetzt weg, ich mache nur noch Future-Märkte. Und dann wäre ja wahrscheinlich, wenn du ausschließlich nur Future-Optionen gehandelt hättest, also Öl oder Gold oder Bonds oder was weiß ich, dann wäre wahrscheinlich Anfang Februar überhaupt nichts in deinem Konto passiert, ne? Also Negatives. So, das heißt, das ist doch im Grunde genommen der Beweis, dass es viel besser läuft. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Es ist natürlich so, dass man im Grunde genommen damit sorgt, indem man sagt, ich gehe von Aktienoptionen weg, weil da kann ich nicht einschätzen, was der Markt macht. Jetzt gehe ich hin zu Future-Optionen, weil dort kann ich es ja einschätzen oder aber, noch schlimmer, dort passiert ja nie etwas. Und das ist natürlich ein Denkfehler. Ja? Also bei Future-Optionen gibt es das genauso. Und mich erinnert, ich habe diese Frage schon in der oder in anderer Form in den letzten Jahren bestimmt schon 100 Mal gehört. Ja? Und zwar bloß mit anderen Vorzeichen. Dass jemand kommt und sagt, Mensch Jens, pass auf, ich habe mir überlegt, ich habe jetzt die ganze Zeit immer Natural Gas gehandelt und jetzt ist aber hier dieses Wetterding gekommen und deswegen habe ich jetzt mit Natural Gas verloren und ich werde in Zukunft keine Natural Gas Optionen mehr handeln, sondern nur noch andere. Der Nächste ist gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt die ganzen Jahre lang Grains gehandelt, das war super und jetzt kam aber dieser USDA-Report heraus und meine ganzen Optionen, die ich da hatte, die sind weggedonnert worden, weil plötzlich der Markt wie aus dem Nichts herausgedreht hat. Ne? So, und also lasse ich das jetzt weg. Und das heißt, wenn man wahrscheinlich gesagt, hey, pass auf, es gibt überhaupt keinen Grund, nach so einem Ereignis, nach so einem Erlebnis, nach so einer Erfahrung weg von Aktienoptionen zu gehen. Ganz im Gegenteil. Es ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du nach den ersten 1, 2, 3 Jahren, also dem Beginn deiner Optionshandelskarriere, wenn dir etwas passiert und du einen Verlust erleidest. Wie gesagt, der Verlust, man muss das ja auch alles ein bisschen in Relationen sehen. Ne? Also wie gesagt, die Konten, je nachdem, wie aggressiv wir sie handeln, hatten Drawdowns zwischen
5 und vielleicht 20%. Ne? Dann so, oh, 20% Drawdown. So, jetzt muss ich aber sagen, wenn ich 5 Jahre lang zuvor jedes Jahr 20% Gewinn gemacht habe, ne, dann habe ich mein Konto verdoppelt. Und wenn ich jetzt davon wieder 20% abgebe, und es ist ja nicht weg, es ist ja nur, man hat einen Drawdown, den kommt mal wieder raus. Ne? Was ist denn da jetzt so schlimm daran? Also ich sehe da jetzt nicht so unbedingt das ganz große Problem. Aber okay, das mögen andere anders sehen. Aber darum soll es gar nicht so gehen. Aber um was geht es denn eigentlich? Wir lernen doch aus solchen Rückschlägen. Ne? Und wenn wir immer die Flucht ergreifen, wenn wir einen Rückschlag hätten, kommen wir nie irgendwo an, weil wir ja immer wieder uns was Neues suchen müssen. Das heißt, wir müssen immer wieder neu von vorn anfangen. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass wenn man sagt, okay, mir ist so etwas passiert, ne, ich habe einen Drawdown erlitten, dass man dann hingeht und sagt, okay, ganz konkret, wer oder was ist schuld an meinem Drawdown? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, viele machen jetzt den Fehler, was ist der einfachste Punkt zu sagen? Was ist für einen auch selber der einfachste Punkt zu sagen, wer ist schuld am Drawdown? Der. Ne? Also mit Finger auf jemand anders zeigen, okay, komm, ja, ich biete mich jetzt mal als Reflexionsfläche an, sagt einfach, der Jens ist dran schuld, weil der hat ja die Regeln gemacht und die Morgenroutine ist eh alles Quatsch und deswegen ist er jetzt dran schuld und ich habe keine Schuld. Okay, das ist in Ordnung, das dürft ihr machen, das ist kein Problem. Ja? Aber ihr wisst natürlich, das ist Quatsch, wenn man auf andere zeigt, hat man nichts davon. Und jetzt keine Angst, ne? Das soll keine Kritik sein. Ich habe es ja bloß gelesen in den Kommentaren, deswegen absolut okay. Wichtig ist aber natürlich, dass man sagt, ist es jetzt, und das meine ich eigentlich, wer ist dran schuld, dass man sagt, bin ich selbst daran schuld, weil ich Fehler begangen habe, oder aber ist es etwas im Markt, was ich vielleicht so nicht erwartet habe. Ja, ist auch meine Schuld, aber was ich so nicht erwartet habe, weil daraus lassen sich ganz wichtige Dinge ableiten. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Verlust habe und ich muss sagen, ah, okay, ich war einfach zu groß in meinen Positionen, dann muss ich sagen, naja, okay, dann muss ich was an meiner Positionsgröße ändern. Wenn ich sage, ich habe meine Routine nicht richtig gemacht und jetzt habe ich verloren, muss ich meine Routine machen. Oder ich sage, ich habe alles gemacht, ich habe mich an alles gehalten und jetzt habe ich einen Drawdown gehabt, dann muss ich sagen, okay, dann muss ich einfach einplanen, dass das vielleicht dazugehört. Ne? Also dann muss ich das auch in mein Geschäftskonzept einplanen, muss sagen, okay, es wird alle paar Jahre mal eine Situation geben, wo so etwas passiert. Und das ist ja in jedem Geschäft so. Also machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Bei uns hat es zum Beispiel in diesem Winter, hat es jetzt nicht großartig geschneit. Es war zwar immer mal kalt, aber es hat nicht sehr geschneit. Das heißt, wenn du in diesem Jahr gesagt hast, mein Geschäftsmodell ist es, mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren, wo vorne dran so ein Schneeschieber ist und die Wege frei zu machen, dann hast du dieses Jahr kein Geld verdient. Warum? Weil du hattest keine Aufträge, ne? Weil es war nämlich nichts los. Aber jedes Jahr sonst hast du das. Das heißt, wenn jemand sowas macht, dann muss er sagen, okay, dieses Jahr war es halt einfach so, aber nächstes Jahr wird es vielleicht wieder anders werden. Das hängt ganz einfach mit den örtlichen Gegebenheiten hier zusammen. Und so ist auch beim Optionshandel. Bei jedem Börsenhandel ist es so. Es gibt einfach immer mal wieder Situationen, die werden, egal was du machst und egal wer du bist, du kannst der beste, der allertollste Hedgefondsmanager der Welt sein. Du wirst solche Drawdowns haben. Und jeder, der die Augen davor verschließt und sagt, nein, das darf man nicht, das gibt es nicht, der muss sich im Grunde genommen vorwerfen lassen, dass er völlig blauäugig an das Thema Börse herangeht und dass er überhaupt nicht versteht, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ihr mir einen einzigen Manager zeigt, einen einzigen auf der Welt, und wir wollen nur die guten Jungs haben, ne, die noch nie einen Drawdown hatten, die auch noch nie einen überdurchschnittlich hohen Drawdown hatten, dann habt ihr Gott gefunden. Trading-Gott habt ihr da gefunden. Aber keine Sorge, ihr werdet ihn nicht finden. Ne? Weil egal, ob du George Soros nimmst, was hat der gemacht? Der ist 1999 short in Technologieaktien gegangen. Und das Ding lief noch ein Dreivierteljahr hoch. Ne? Ob ihr Warren Buffett nimmt, seine Aktie hat es im aktuellen Aktionärsbrief gezeigt, viermal in seiner Karriere 50% verloren, obwohl er fantastische Firmen drin hatte. Ne? Obwohl er fantastische Firmen in seiner Berkshire Hathaway hat. So. Wenn ihr hernimmt, so Leute wie
David Einhorn, Hedgefondsmanager oder wen auch immer, nehmt die Besten der Besten der Besten her. Ne? Jeder hat mal einen Drawdown. Und das ist vollkommen normal. Und es wäre das Schlimmste aus meiner Sicht heraus, was man machen kann, dass man diesen Drawdown nicht positiv nutzt. Ne? Also ich empfinde diesen Rückgang als etwas extrem Positives. Nein, nicht, weil ich Masochist bin und sage, es ist toll, dass das Geld jetzt weniger geworden ist. Das überhaupt nicht. Sondern weil ich sage, es gibt mir die Chance, etwas zu lernen. Es gibt mir die Chance, meine Systeme wieder zu überprüfen. Es gibt mir die Chance, wieder einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, wo kannst du Änderungen vornehmen? Wo kannst du Anpassungen vornehmen? Gibt es Punkte, die du vielleicht nicht beachtet hast? Das heißt, ich kann durch so eine Sache wachsen. Ja? Und das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen, wenn ihr, und jetzt kommen wir auf die ursprüngliche Frage, wenn ihr nur, weil ihr einen Drawdown hattet, weggehen wollt von Aktienoptionen zu Future-Optionen, wenn das euer einziger Grund ist, dann werdet ihr mit Future-Optionen genau das gleiche erleben wie mit Aktienoptionen. Es gibt Gründe, von Aktienoptionen wegzugehen. Und das ist zum Beispiel, wenn ihr sehr, sehr große Konten habt. Ne? Also wenn ich ein Konto habe, was weiß ich, über 100.000 ist, dann handle ich nur noch sporadisch Aktienoptionen, sondern da handle ich tendenziell eher Future-Optionen. Aber wer ein kleineres Konto hat, ein 5.000er, ein 10.000er Konto, der sollte bei Aktienoptionen bleiben, weil sie eben einfach von ihrer Positionsgröße her besser skalierbar sind für so ein kleines Konto. So. Und deswegen auch mein Tipp oder meine Bitte an euch, ne? Versucht aus allem, was euch passiert, ne? Versucht immer was Positives herauszuholen. So, alles, was in unserem Leben passiert, das meiste jedenfalls, gerade wir reden hier über nichts Wichtiges, wir reden nur über Börse. Ne, oder über einen Kommentar auf YouTube oder Facebook oder irgendwas. Das ist ja alles nicht wichtig. Ne, das sind ja alles sehr wichtig, sind die Sachen zu Hause mit Familie und so weiter. Das ist wirklich wichtig. Aber so die Dinge, die unser Berufsleben betreffen, die unser Geld betreffen und so, da ist ja, wenn uns da mal irgendwie was passiert, da können wir eigentlich immer etwas Positives herausholen. Ne? Da können wir immer etwas lernen für die Zukunft. Und deswegen fragt euch das selber, wenn ihr solche Gedanken hattet, und ich kann diese Gedanken deswegen so gut nachvollziehen, weil ich es ja selber oft genug durchlebt habe. Als ich habe bis in den März 2000 extrem viel für meine damaligen Verhältnisse Geld verdient mit Aktien. Ne? Klar, neuer Markt, ging alles nach oben, ich habe Geld verdient. So, bis 2003 hatte ich das alles wieder verloren. Was war meine Reaktion darauf? Aktien sind alles Mist. Die Aktienvorstände sind alles Verbrecher und deswegen mache ich jetzt Futures. So, war das eine vernünftige Reaktion? Nein, war es natürlich nicht. Es war eine dumme Reaktion. Ich habe jahrelang viel Geld dann verschenkt, weil ich nicht bei den Aktien dabei geblieben bin. Denn ich habe im schlimmsten Moment, wo man aufhören konnte, habe ich aufgehört. So, und deswegen kann ich diese Fragen und diese Gedanken und das, was hier der ein oder andere schreibt oder auch mich persönlich fragt, super nachvollziehen, weil ich habe es alles selber durchlebt. Es ist ein Prozess, den man einfach durchleben muss. Und deswegen bin ich vielleicht auch so gelassen in der Situation, weil ich sage, ach komm, das hast du schon so oft erlebt. Und das weiß ich auch, das werde ich auch noch wieder erleben. Ne? Ich bin jetzt 46, das heißt, ich mache mal das Ganze noch beruflich vielleicht 20 Jahre. Und das heißt, ich weiß, ich werde solche Situationen noch 5, 6, 7, 8 Mal erleben. Also vielleicht so alle 3, 4 Jahre mal irgendwann. Das wird einfach passieren. Und da mache ich mich doch nicht verrückt und sage, okay, da schmeiße ich mein ganzes Geschäftskonzept über den Haufen und werfe etwas weg, was einen langfristig positiven Erwartungswert hat, nur um meinen kurzfristigen Gefühlen nachzugeben. Ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Also, bleibt dabei, bleibt auch diesem Kanal bitte treu. Wir sind unglaublich gewachsen. Ne? Ich glaube, wir haben schon wieder eine neue Tausender-Grenze überschritten. Boah, Wahnsinn. Ne? Auch natürlich dank euch, weil ihr hier so viel kommentiert, weil ihr mir so viel gutes Feedback gebt zu diesen Videos. Ne? Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und deswegen kommt auch hier noch ganz, ganz viel auf diesem Kanal. Deswegen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch alles Gute bis dahin. Eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.